Psychotherapeutenkammern. Damit ein Beruf verkammert werden kann, muss er ein freier Beruf sein. Also das war das, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte. Und es gibt eben auch Ärztekammern, Rechtsanwaltskammern, Architektenkammern und so weiter. Dass es Psychotherapeutenkammern gibt, ist eigentlich etwas, ein Kompliment des Staates an die Berufsgruppe. Das heißt nämlich, dass der Staat sagt, ihr als Berufsgruppe seid so gut organisiert, dass ihr bestimmte rechtliche Teile selbst regeln könnt. Also was dann nicht immer gleich über Staatsgerichte passieren muss, sondern dass da gibt's viele Dinge, die da sind. Also das eine ist freier Beruf und zum zweiten ein Kompliment. Psychotherapeutenkammern sind auf Landesebene organisiert. Das heißt, jedes Bundesland hat eine eigene Psychotherapeutenkammer, außer in den neuen Bundesländern. Da gibt es eine Psychotherapeutenkammer Ost. Diese Landeskammern haben als, das sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Man könnte sagen, das sind halbstaatliche Organisationen. Also der Staat gibt Privilegien an die Berufsgruppe und die organisieren diese ganze Sache selbst. Die verschiedenen Länderkammern geben zusammen die Bundespsychotherapeutenkammer. Die Bundespsychotherapeutenkammer ist wichtig auf der politischen Ebene, aber sie ist keine Körperschaft öffentlichen Rechts, sondern sie ist nur eine Arbeitsgemeinschaft oder ein Zusammenschluss, ein eigentragender Verein. Das muss man wissen. Das heißt, die ist auf der politischen Ebene wichtig, aber wenn es um die wirklich konkrete Umsetzung geht, sind es die Landeskammern, die von der Relevanz sind. Die Aufgaben der Psychotherapeutenkammern sind einmal die Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung, indem sie Weiterbildungsordnungen herausgeben. Sie überwachen die Berufstätigkeit und gucken, dass die Berufspflichten eingehalten werden, indem sie eine Berufsordnung herausgeben. Und es gibt so etwas wie Berufsgerichte. Also bevor man zu einem staatlichen Gericht geht, kann ein Patient oder ein Kollege sie vors Berufsgericht zerren. Das ist kostengünstiger, aber es ist auch, sagen wir mal, fachgerechter, weil die Berufskollegen natürlich wissen, wo es da vielleicht eventuell Verstöße gibt. Die Rechtsaufsicht dabei liegt bei den Landesgesundheitsministerien. Was machen die Psychotherapeutenkammern noch? Sie führen Berufsverzeichnisse und das ist das Erste, was sie machen sollten als Werbeakquisition. Wenn Sie eine Praxis gründen, tragen Sie sich ins Berufsverzeichnis ein. Das ist kostenlos und es ist seriös. Das bedeutet nämlich, da können Sie schreiben, was ich arbeite, nur mit Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen, meine Spezialitäten oder mit bestimmten Krankheitsbildern, Depressionen, was auch immer. Also sozusagen, und die Methoden. Und Sie können da einfach auch schreiben, ich habe eine Kassenzulassung oder keine Kassenzulassung, also nur Privatversicherte. Also das ist auf jeden Fall eine kostenlose, gute Werbung. Die sind sehr unterschiedlich, die Berufsverzeichnisse zwischen den einzelnen Psychotherapeutenkammern. Außerdem kümmern Sie sich um das Thema Qualitätssicherung. Also hatten wir vorhin schon mal, also dass, sagen wir mal, die Standards möglichst eingehalten werden für den Berufsstand. Das ist, damit das Image des Berufsstandes hoch bleibt oder einfach erhöht wird. Außerdem bilden Sie Hilfspersonal aus. Hilfspersonal heißt dann auch PTAs, also psychologisch-technische Assistentin, nicht pharmazeutisch-technische Assistentin.